Für mich macht ECA speziell, dass wir in den Teams und die Teams übergreifend, länderübergreifend, fachbereichsübergreifend total gut zusammenarbeiten. Natürlich gibt es da immer Reibungspunkte, aber so speziell macht es für mich so diese, dass da alles Leute sind, die irgendwie Wert auf Werte legen, und das macht uns besonders, finde ich. Wir bei ECA machen alle 2 bis 3 Jahre eine Mitarbeiterbefragung, schauen uns dann immer an, wie haben wir da abgeschnitten, was sind die Themenfelder, wo wir schon besonders gut sind, und kommunizieren die natürlich und schauen uns auch die Verbesserungsbedarfe an. Jede Personalabteilung in jedem Land arbeitet daraufhin Maßnahmen aus, wo man dann sagt, okay, das sind die nächsten Schritte, und natürlich müssen diese Maßnahmen dann auch kommuniziert werden. Ich würde sagen, zumindest eine Stakeholder-Analyse machen und dann im nächsten Schritt einfach auch nochmal gezielt schauen, wie kann ich die Stakeholder in den Prozess mit einbinden. Das ist total wichtig. Also wir, eins unserer Erfolgsfaktoren war dann der Start der wirklich intensiven Kommunikation mit allen internen Beteiligten, und das hat uns dann erfolgreich gemacht. Man hat viele tolle Einblicke darüber bekommen, wie andere Unternehmen das Thema Employer Branding angehen. Jetzt konkret eben am Beispiel ECA, welche Schritte haben Sie gesetzt, um dieses Thema wirklich auch im Unternehmen zu verankern? Das war toll, auch die Werksführung hat wirklich einen tollen Einblick hinter die Kulissen geboten, wie die Firma ECA operiert, welche Experten hier im Werk sind. Das war wirklich ein toller Tag. Ist es immer spannend, wenn verschiedene Branchen zusammensitzen und einfach Erfahrungsaustausch machen, und schlussendlich, um das geht es auch ein bisschen von den anderen, glaube ich, zu lernen und zu sehen, wie andere das Thema Employer Branding sehen und auch angehen. Und da nimmt man immer ganz viel mit. Also von dem her ganz eine nette Atmosphäre gewesen, sehr persönlich, und da hat man, glaube ich, viel für sich selber auch lernen können. Also super, es war eine Bereicherung für mich. Und ich konnte viel mitnehmen. Ich habe interessante Menschen kennengelernt und ja, gehe zufrieden nach Hause. Also Employer Branding ist natürlich auch für uns ein ganz, ganz wichtiges und unumgängliches Thema. Eine starke Arbeitgebermarke nach außen zu haben, diese aber auch im Innen zu leben, ist ganz, ganz wichtig und essentiell. Und meiner Ansicht nach geht es ohne dem überhaupt nicht mehr. Wir als Agentur sehen, dass es immer wichtiger wird für die einzelnen Unternehmen. Hat natürlich auch Gründe, dass zum Beispiel Lehrlinge viel schwerer aktivierbar sind und alle um die gleichen Zielgruppen kämpfen. Employer Branding ist gerade für ein IT-Unternehmen, das im IT-Bereich, im Vertriebsbereich sucht, ein ganz wichtiges Thema und wird dementsprechend auch priorisiert. Intern ist es für jeden schon klar, aber extern haben wir da noch sehr viel Nachholbedarf und sind gerade aber auf dem richtigen Weg und ja, wie so auf so einem Sprungbrett nach oben. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier war, weil ich eben sehr viele Eindrücke mitnehmen konnte, und ja, freue mich schon, das jetzt nach außen zu tragen.